So, damit seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Tales of Symphonia. Oh, jetzt habe ich die Seite zugemacht. Collectionist, Rain, Kratos, Salas, Regal. Regal steht hier als S drin. Regal steht hier als T drin. Regal steht hier als T drin. Regal steht hier als T drin. Ja, ich glaube, ich nehme Regal mal als T. Und Preser wohl voll auf T. Deswegen kriegt sie hier eine Erfahrungsgemme Level 3. Beweglichkeit im Kampf. Achso, und Regal, den wollte ich ja auch auf T trimmen. Ups. Individualität. Ewigkeit. Geist. Ja, hoffentlich taugt es was, was ich hier gerade gemacht habe. Gab's hier nicht irgendwo mal einen Shop? Was ist das hier? Das war die Schule, oder? Ja. Ist Janice hier rausgeflogen? Hm? Wo kommt denn dieses Loch her? Das sieht aus, als wäre da Janice durch die Wand gelaufen. Gab's in Ilselia einen Shop oder irre ich mich da jetzt komplett? Okay, das ist Colettes Haus. Das ist eines der abgebrannten Häuser. Da komme ich nicht rein. Das ist eines der abgebrannten Häuser. Das ist eine Wache. Hast du einen Shop? Ja, jeder sollte mit jedem auskommen. Das ist ein Shop. Es ist ein Gebrauchsgegenstand-Shop. Willkommen im Glorienschein. Ach du Kacke. Ja, warte mal, braucht noch mehr Tomate. Ja, leider wurde hier nichts angepasst. Das ist natürlich Kacke. Was sagt denn die Synopse eigentlich? Ja, vielen Dank. Okay, ich gehe mal raus. Such mir Rain. Okay. Gut, ich gehe nicht raus. Stimmt, Rain ist uns ja auch abhanden gekommen. Ah, da bist du ja. Professor, was ist denn? Nein, nein, nichts. Vergiss es. Hm? Vielleicht ist ja doch noch nicht alle Hoffnung für dieses Dorf verloren. Und ich hatte mich schon darauf gefreut, wie du den Bürgermeister in der Luft zerreißt. Ich habe Besseres zu tun, als meine Zeit mit dem Lehren von Rindviechern zu verschwenden. Oho, dafür verzeihen Sie vielmals, Madame. Lass mich raten, das war Rains und Janice Haus? Colette, geht's dir wieder gut? Ja,
Ich glaube, tut mir leid, dass ihr euch alle Sorgen um mich gemacht habt. Ich habe das Ersuchen von Phaedra und Frank angenommen, die Auserwählte zum Haus deines Vaters zu begleiten. Zu Paps? Wieso? Großmutter sagt, Zwerge wissen mehr als alle anderen über Kruxis-Kristalle. Ach so, ja. Wahrscheinlich. Ich komme mit. Ich sollte Paps eh ab und zu besuchen. Na schön. Nachdem ich die Auserwählte abgesetzt habe, werde ich zu Kruxis zurückkehren. Aber was ist mit China? Ich habe veranlasst, dass sie benachrichtigt wird. Sie wird bald wieder zu euch stoßen. Alles klar, dann gehen wir zu Paps. Dieser Forsistus ist irgendwie anders als die anderen fünf Großfürsten. Er war ein Held der Designs, der einst eine Gruppe Menschen tötete, die ein Massaker an den Halbelfen verübt hatten. Ein Held. Man sagt, er sei voller Ritterlichkeit gewesen, gütig zu seinen Gefährten und ein fürchterlicher Gott des Todes für seine Feinde. Aus Sicht der Menschen ist er ein grausamer Schlechter. Aber für die Halbelfen muss er ein wahrer Held gewesen sein. Ja, das ist das Tragische an einem Krieg. Für einen Sieg müssen deine Gegner sterben. Das ist die Wurzel des Hasses. Wenn Forsistus in einer Welt aufgewachsen wäre, wo jeder den anderen respektiert, wären wir bestimmt gut mit ihm ausgekommen. Ja, das mag sein. Lloyd! Dad! How have you been? Were you affected by the earthquake? This area is on top of hard bedrock. Everything is fine. Dirk, we are here by the request of Colette's family. They wish for you to help her. I'm afraid even if Crucis crystals are an evolved form of X-Sphere, I still don't know the first thing about them. It'd be a better idea to ask a dwarf over in that Tethiala place. Oh, so even you don't know anything about these. I'm sorry I couldn't be of help. At least stay here for the night to get some rest. I must politely decline. Ah, all right. Wait, are you really going back to Crucius? I am an angel of Crucius. Then why didn't you follow Yggdrasil's orders to leave the Great Seed alone? I have my reason, but as a result, Martell was not lost. That goes along with Yggdrasil's wishes. It's true, then. You really... Lloyd. What? If you want to save the Chosen, you should research the records from the ancient Carlon War. Remember the words of the Unicorn at Lake Umasi. Wait. Why are you with Crucius when you're a human? What is he trying to do? Hey, wasn't that Kratos just now? Sheena! Yeah, he returned to Crucius. I see. So he really is our enemy. Yeah. But anyway, welcome back. Thanks. Thank goodness we stopped the giant tree. Yeah. I bet you lived a crappy, hard life so far, huh? Gee, you sure know how to cheer someone up, don't you? Well, don't worry about it too much. So now what? Aren't you at your wit's end right about now? Why do you say that? The giant tree, which we thought was all good, goes nuts. Our cute little Colette comes down with some funky cold. It's just human nature to start getting tired of it all. I'm never gonna give up. If I quit, I'll never be able to face all the people who've suffered because... So I'm gonna fight to the very end. I... Hot-headed and stubborn as hell. Well, but I guess that's what I dig about you. Du bist groß geworden, Lloyd. Du bist viel reifer. Ich bin stolz auf dich, mein Sohn. Mann, habe ich dämlich gesprochen. The problem is what to do now. We need to know how the two worlds were forced apart. Before we can figure out a way to save them. How the worlds were forced apart. I wonder about that too, but... I also want to know why Yggdrasil split the world in two. Don't you think it was to protect the Great Seed? To protect Martell? But because the worlds were pulled apart, that phase thing got shifted. And the Great Seed became unstable, right?
And that's not really protecting her. That's more like putting her in danger. Lloyd, you manage to say something intelligent every now and then. You're absolutely right. Every now and then? Jeez, that's harsh. The who, why, and how. That's what we need to know. Right now, all we know is who. Lloyd, I'm sorry. I'm being a burden to you again, aren't I? Ja, bist du. What are you talking about? You're the one that's suffering. Stop apologizing. Okay, I'm sorry. Lloyd, you saw my shoulder, right? Yeah. I wonder if I'm just gonna turn into one big X-sphere. You dork. There's no way that'll happen. But it keeps spreading. Right now it's still hidden under my clothes. But eventually... Colette. If that happens, you're gonna hate me. I've caused you so much trouble, and now on top of that, my body's turning into this disgusting thing. It's not disgusting. Remember what I said. You're you. Even if you become an X-Sphere... No, I won't let you become an X-Sphere. Really? Yeah. Have I ever lied before? Well, okay. But I did keep my promise to give you your birthday present, so I swear that I'll save you no matter what. I promise. You always save me, and you always keep the promises you've made to me. Yeah, so cheer up. When you're down, everyone feels sad, including me. I'm truly thankful to have met you, Lloyd. This time, I don't want to disappear. I really don't. I'm gonna live, right? I'm going to be able to stay by your side, right? Of course. You're right here, in front of me, alive. I swear that you will be absolutely, positively, indubitably all right. Was machen wir jetzt? Lasst uns zu Altessa gehen. Vielleicht kann Colette helfen. Ja, egal ob wir Kratos trauen oder nicht, sollten wir wohl besser erstmal nach Tethiala zurückkehren. Aber können wir ihm trauen? Wir haben keine andere Spur. Wir können also nur weitermachen. Doch bevor wir nach Tethiala zurückkehren, können wir tatsächlich zwei Sidequests machen, die ich noch nicht komplett in den Wind geschossen habe. Weil die neu sind. Hier... Sidequest Silberrand. Novas Wohnwagen. Und danach Isolde. Weil ich jetzt das Spiel da. Wollen wir Altessas Wohnwagen. Ja, toll. Na, dem Stützpunkt Silverrand, Iselia, Palma Costa, Himon im Harkonnesia Pass. Gut, wir sind hier gerade bei Iselia. Komm, was machst du? Auweia. Ich hab den Trainer übrigens nicht an, ne? Ja, 11 Erfahrungspunkte sind schon ein bisschen hart, aber hey, ich krieg gerade dafür. Wald von Iselia. Nee, da will ich eigentlich nicht hin. Hey, Mist, da wollte ich auch nicht hin. Das Schlimme ist, ich krieg dafür nicht mal was. Ja, ich krieg gerade, aber puh, ne? Nee. Was? Ich komme hier gerade nicht klar. Das hier ist doch Iselia, oder? Hm, da wollte ich auch nicht rein. Okay, das war schon witzig. Das müssen wir... Müssen wir einfach mal ganz... Die Bewohner von Nuin sind hart im Nehmen. Ja, sie arbeiten so hart, um ihre Stadt wieder aufzubauen.
Es macht mich glücklich, wenn ich sehe, wie Leute sich anstrengen. Jawohl, Sklaventreiberin. Wir müssen tun, was wir können, um ihnen zu helfen. Ja, lasst sie uns auspeitschen. Aua. This is gonna be a piece of kit. Nope, nix Aqua Edge hier. Aqua Edgy Bad. Ich muss Presea ins Team mit reinnehmen. Ups, das wollte ich nicht. Mein Problem ist, ich weiß nicht, wo dieser bekackte Wohnwagen steht, ne? Ich kann mir halt gerade echt hart einen Wolf suchen. Ohne ihn jemals zu sehen. Die Bewohner von Luin strengen sich wirklich an. Ja, ihnen wird's bald wieder gut gehen. Sobald nicht. Das, was zerstört wurde, wieder aufzubauen, ist nicht einfach. Sie bauen nicht wieder auf. Sie bauen etwas Neues auf. Ihnen wird's wieder gut gehen. Er hat recht. Es kommt alles wieder in Ordnung. Stimmt. Man sollte nicht nur daran denken, was passieren kann. Wir sollten sie anfeuern. Ja, genau. Erstmal ein Applaus für die harten Arbeiter in Luin. Wir können die nächsten vier, fünf Aufbaustufen durch Klatschen lösen. Die brauchen unser Geld gar nicht mehr. Ich will nicht nach Tethiala. Was für ein Stein? Ups. Das hier ist der Hakun. Nee, warte mal. Was ist das denn hier? Ich bin verwirrt. Noch nur zu diesem Kack-Wohnwagen, um diese eine Nebenquest zu machen. War der nicht hier hinten irgendwo? Boah. Ist das meine Schuld? Du meinst Colette? Hätte ich die Schutzfassung nicht hergestellt, wäre das alles mit Colette passiert. Wäre das alles nicht mit Colette passiert. Und sie hätte jetzt kein Herz mehr. Nein, wenn du sie nicht gerettet hättest, wäre Colette als Werkzeug für Martels Wiedererweckung von Krustes getötet worden. Ja, das ist wahr, aber ich will keine Opfer mehr. Ich will niemanden leiden sehen. Diese Einstellung ist nicht verkehrt. Aber du musst mit der Enttäuschung leben, dass du manchmal zu Entscheidungen gezwungen wirst. Lloyd, übernimm die Verantwortung für deine Entscheidung. Sie sind zu streng, Professor Rain. Wenn ich mich zu streng anhöre, dann werde ich glauben, dass du darüber hinwegkommst. Du bist stark, Lloyd. Und ich bin orientierungslos. Hier irgendwo in der Nähe wäre, glaube ich, noch möglich, oder? Ach, wo habe ich denn das letzte Mal diesen scheiß bekackten Wohnwagen gefunden? Serie der Palma Costa Hima. Was war denn Palma Costa nochmal? War das hier Palma Costa? Oh lol, Leute! Colette, ist mit deinem Körper alles in Ordnung? Ja, es tut mir leid, dass ich dir Sorgen gemacht habe. Ich verstehe. Dann ist ja alles in Ordnung. Ich frage mich, ist das eine Bestrafung, weil ich die Welterneuerung aufgegeben habe? Unsinn! Du hast genug gelitten. Warum sollte dich irgendjemand bestrafen wollen? Danke, Leute. Oh, shit. Nicht die Minimap ausblenden. Gut, damit bedanke ich mich mal wieder ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.